Wer wissen möchte, wie man Makówki, eine polnische Mondspeise, veganisieren kann, oder wer Makówki noch gar nicht kennt, der sollte jetzt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute für euch Makówki. Makówki ist eine traditionelle polnische Weihnachtsnachspeise, ja, ein Weihnachtsdessert, und das kann man super kinderleicht veganisieren. Und für alle, die das noch nicht kennen, es ist eine Mondspeise, es ist super lecker. Damit haben wir dann auch unser Weihnachtsmenü komplett. Es gibt zur Vorspeise bei uns rote Beete mit Rucola-Salat, Rouladen mit selbstgemachten Semmelknödeln, also vegane Rouladen mit selbstgemachten Semmelknödeln mit Bratensoße, und als Nachtisch halt Makówki. Und all diese Rezepte findet ihr hier oben in unserer Playlist, da könnt ihr drauf gucken, dann findet ihr alle super leckeren Rezepte von uns zu Weihnachten. Was ich euch jetzt nur noch zeigen muss, sind die Zutaten, die wir für Makówki brauchen, und die haben wir hier vorne, wenn ihr schon mal gucken wollt. Das geht nämlich super einfach eigentlich, kinderleicht. Also, was brauchen wir für Makówki? Makówki, spreche ich das überhaupt richtig aus? Habe ich denn polnische Zuschauer, die mir sagen können, ob ich das richtig ausspreche? Ich denke schon, weil der Adam, der hinter der Kamera steht, der ist selber ein kleiner Pole. Was brauchen wir für Makówki? Wir brauchen für Makówki auf jeden Fall jede Menge Mohn. Das ist gemahlener Mohn. Dann brauchen wir Kokosflocken, gehackte Haselnüsse, gehackte Mandeln, gemahlene Mandeln oder gemahlene Haselnüsse. Ich habe Haselnüsse hier. Etwas Pflanzenmargarine. Bei dem Originalrezept kommt keine Margarine da rein. Da ist nur Milch drin. Aber da die Pflanzenmilch ja sowieso ein bisschen nicht so fettig ist, habe ich dann ein bisschen Margarine zu der Pflanzenmilch, die wir hier haben. Das ist Mandelmilch. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zimt und selbstgemachtes Hefebrot habe ich hier. Das ist ein süßer Hefezopf gewesen. Der war wirklich süß. Nein. Und den brauchen wir dann auch für diese Mehlspeise. Mondspeise. So, jetzt habe ich die Sachen alle rübergeschleppt und dann fangen wir auch direkt an. Als erstes kommt die Pflanzenmargarine hier in den Topf. Am besten nehmt ihr da einen richtig schönen hohen Topf. Dann die Margarine, die Pflanzenmilch, die Mandelmilch. Meine Güte. Das ist ungefähr ein halber Liter. Dann kommt schon der Mohn dazu. Alles da rein. Und das alles hier schön verrühren. Leute, ich habe vorhin da vergessen, euch noch zu sagen, da muss ja noch ein bisschen Süße dran, ne? Und deswegen, hier ist unser Ahornsirup, den habe ich total vergessen zu erwähnen. Und da kommt bei dem traditionellen Gericht kommt Honig da rein, aber dann ist es ja nicht mehr vegan. Und deswegen nehmen wir Ahornsirup. Ihr könnt aber auch Zucker nehmen oder irgendeine andere Süßungsart. Ungefähr so 2 Teelöffel, je nachdem wie süß ihr das haben wollt. Ich nehme jetzt mal einfach 3 Teelöffel. Ich bin ja so eine kleine Süße, ne? Das fängt schon hier an zu kochen. Dann könnt ihr auch die Hitze schon ein bisschen reduzieren. Eigentlich können auch schon alle anderen Zutaten dazu, aber da halt nach und nach immer hinzugeben, weil das wird ja alles noch ein bisschen dicker durch den Mohn. Oh, mal ein paar Kokosflocken dabei, um was zum Beißen zu haben. Ein paar gehackte Haselnüsse und noch ein bisschen Zimt, auch ungefähr 1 Teelöffel. Das muss jetzt alles schön kochen. So ungefähr 10 bis 15 Minuten sollte das jetzt kochen. Und wenn es dann die richtige Konsistenz hat, dann seht ihr das gleich. Ich lasse das jetzt einfach so ein bisschen vor sich hin köcheln. Und nicht vergessen, immer schön umzurühren zwischendurch. So, ihr Lieben, jetzt hat es für mich die richtige Konsistenz. So habe ich das gezeigt bekommen von Adams Mama. Die ist ja eine richtige, waschechte Schlesierin. Und die hat mir das gezeigt. Bei meinem ersten Versuch habe ich nämlich einen Videoanruf gemacht und habe gesagt, muss das so aussehen? Muss das so aussehen? Ja, alles richtig, so ist gut. So, und deswegen ist das jetzt auch schon fertig. Und jetzt können wir an Schichten gehen. Leute, wenn ihr eine größere Menge machen wollt, dann nehmt ihr am besten so eine schöne Glasschüssel, weil dann sieht man das nämlich von außen hinterher richtig gut. Oder ihr nehmt so für ein paar Personen nur so schöne Gläser. Das sieht nämlich noch viel geiler aus. Da kann man das richtig schön drin schichten und das machen wir jetzt auch direkt. Achso, übrigens, wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch ein Like da. Abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist kostenlos und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer eine Info von uns, wenn wir ein neues, super tolles, interessantes Rezept für euch veganisiert haben. Aber wir wollen nicht lang schnacken. Los geht's. Wir brauchen das Brot. Das kommt jetzt hier in das Glas rein, dass der Boden richtig schön ausgefüllt ist. Wenn das jetzt so ein bisschen am Rand hochgeht, ist nicht schlimm.
damit das nämlich nicht so an der Seite runterläuft. Deswegen. Dann nehmt ihr noch mal ein bisschen Pflanzenmilch und dann wird das Brot mit Milch beträufelt, dass das richtig schön weich wird. Da braucht ihr auch nicht so sparsam sein. Jetzt geht's ans Schichten hier. Ganz vorsichtig da drauf schütten. Na, das läuft an der Seite entlang, ne? Jetzt die nächste Schicht Brot drauf. Vielleicht hätte ich es einfach vorher passend schneiden sollen. Ah, ne, das wird schon. Ja, das passt hier perfekt rein. Das sieht ja wohl perfekt aus, ha? Da wird nichts dran vorbeilaufen diesmal. Noch eine Ladung. Noch eine Ladung. So. Jetzt kommt die Milch wieder drauf. Und die letzte Ladung. Wow. Jetzt muss das nur noch dekoriert werden. Dann nehmen wir einfach hier ein paar Haselnusskerne. Könnt ihr einfach hier am Rand ein bisschen schön dekorieren. Ich mache jetzt auch nur das eine Glas fertig. So, in der Mitte mache ich ein paar Kokosflocken. Und schon ist es fertig. Wer möchte? Bei dem traditionellen Rezept kommen noch Rosinen dazu. Die haben wir weggelassen. Ihr könnt die Rosinen vorher vielleicht in Rum tränken oder ihr könnt auch so ein bisschen Alkohol mit dabei geben. Wir haben es absichtlich nicht gemacht, weil wir es auch nicht so mögen mit Alkohol. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum probiert sie es nicht? Ganz einfach, weil das Ganze für 12 Stunden durchziehen muss, damit der richtige Geschmack entfaltet wird und damit das richtig schön durchzieht und dann schmeckt es richtig genial. Deswegen probiere ich es heute nicht. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Ich möchte das halt richtig gut durchgezogen essen und das war eigentlich schon alles. So einfach veganisiert man Makufki. Eine super leckere Mondspeise, die man nicht nur unbedingt zu Weihnachten essen kann, die kann man auch so essen, wenn man gerade Bock drauf hat. Das war eigentlich schon alles von uns für heute. Ganz einfach, hier unten haben wir noch zwei andere Videos für euch. In der Mitte ist der Abonnier-Button. Wir sagen einfach nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV.